Die grossen kirchlichen Hilfswerke sind Anfang Jahr starke Frauen porträtiert. Und das ist der Grund, wieso ich heute Tanja vorstellen möchte. Sie ist so eine starke Frau, die mich beeindruckt. Sie wohnt in Deutschland. Sie hat Germanistik und Literaturwissenschaften studiert. Sie hat 2 Masterabschlüsse gemacht und sie arbeitet als Radiomoderatorin. Tanja setzt sich enorm für Minderheiten ein. Sie möchte, dass die Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilt werden, sondern dass Menschen gesehen werden, wo sie sind. Sie kämpft um eine tolerante, offene Gesellschaft, wo jeder seinen Platz findet. Ein ganz besonderes Anliegen ist ihr, dass die Leute nicht auf ihre sexuelle Ausrichtung reduziert werden. Das Hauptthema aber ist Barrierefreiheit. Sie möchte, dass alle Hindernisse für Behinderte aus dem Weg geräumt werden. Stärken zum Beispiel. Oder Bürokraten. Sie möchte zum Beispiel erreichen, dass Leute mit Behinderung eine Assistenz anstellen können. Das heisst, dass sie die Pflege nicht mehr einfach von oben verordnet bekommen, sondern selber mit eigenem Geld eine pflegende Person anstellen können. Was sie bewegt, was sie erlebt, das publiziert sie. In ihrem Blog, Facebook und Twitter, da kann man ganz Haufen wirklich gescheite Texte lesen von ihr. Für mich ist Tanja eine unerhörte Frau, die ich sehr stark schätze. Was diese Frau macht, das dünkt mir wichtig. Tanja lebt in einer Partnerschaft und Tanja ist arbeitslos. Ausgerechnet diese starke Frau findet keinen Job. Trotz Uni-Abschluss und trotz starkem Engagement. Sie kann hervorragend recherchieren, auch auf Englisch. Sie kennt sich bestens aus in der Literatur. Und übrigens, das erste Wort, das sie gesagt hat, seit Familientradition sei das Wort Buch gewesen. Sie könnte als Journalistin arbeiten. Und trotzdem findet sie keinen Job. Ach ja, fast hat sie es noch vergessen zu sagen. Tanja lebt mit einer Behinderung. Sie schreibt selber, dass sie bei ihrer geburtslang trödelt hat im Geburtskanal und darum zu wenig Luft bekommen hat. Und ihres Gehirn hat ihr das übel genommen. Sie kann nicht aus eigener Kraft aufstehen. Sie kann keine Tasse heben. Sie braucht zum Trinken einen Halm. Sie hat einen Haufen Spasmen, wo sie sich verkrampft. Und es fällt ihr schwer, ihre Gedanken mit der Zunge auszudrücken. Auch das gehört zu ihr. Aber ich muss sagen, ich habe grossen Respekt vor dieser selbstbewussten, starken Frau. Und das Gefühl, dass Gott uns mit solchen Menschen segnet. Die Welt braucht Frauen wie Tanja, gerade weil die Welt sonst aus den Fugen gerät. I believe in a world where we'll forget the word normal. Ich glaube an eine Welt, in der das Wort normal bedeutungslos ist, hat Tanja geschrieben. Es ist fast wie bei Jesus. Jesus hat sich auch nicht um die Normalen gekümmert, aber um Menschen. Und jeder, der zu ihm gekommen ist, hat in seiner eigenen Farbe aufleuchten und er konnte sein, wie er ist. Bei Jesus ist das möglich. Hüte Gott.